Wir machen weiter. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Elix-Freunde. Und wir sind dabei, Fox bei seinem Problemchen hier zu helfen. Und wir versuchen es mal. Und gehen Richtung Alps. Aua. Okay, das wird nix. Hilfe! Alter! Das machst du nicht nochmal. Okay. Heftig. Aber da fällt mir ein, wir haben ja noch jede Menge Punkte, die wir noch nicht ausgegeben haben. Da werden wir jetzt mal ein bisschen rein investieren. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. So. Und mal eben schauen. Ich habe ja noch andere Waffen. Beschädigtes Zepter. Was brauche ich dafür? Stärke 58. Beschädigte Läuferklinge. Stachelkeule, Alter. Stärke 62, kriege ich das hin? Oh, so viel cooles Zeug. Oh, ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich hier nehmen soll. Ich versuche mal... Ich versuche mal... 51. Das Zepter könnte ich versuchen. Okay, warte mal. Kriege ich das auf 58? Jo, gerade so. So, warte mal. Anlegen. So. Okay, haben wir das schon mal. So, dann haben wir noch ein paar Punkte übrig. Die hauen wir dann in... Ja. Ich denke, das passt. So, jetzt einmal schnell speichern. Ach so, genau. Und mal eben nochmal die Quest lesen. Ach, der wollte den Setzling zurückerobern. Ja. Okay. Alles klar. Dann hauen wir uns nochmal ein bisschen Essen rein. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei dieser Mission. Was haben wir denn hier? Wir haben Chili con Carne. Knoblauchbrot. Brot. Blutiger Burger, haben wir nur noch einen. Gebratenes Fleisch. Naja, komm, dann nehmen wir das... Knoblauchbrot. So. Und los geht's. Nächster Versuch. Wir nehmen erst den hier. Es geht los. Yo. Sind immer noch ziemlich stark, aber warte mal. Wir können ja mal versuchen, das Feld von hinten aufzuräumen. Muss ja nicht gleich sich mit allen anlegen. Das
So. Oh, keine Chance, die sind zu stark. Ei, jei, jei. Die hauen uns ganz schön weg hier. Warte mal, habe ich noch Granaten oder sowas? Munition, Energiezelle, Plasmazelle. Nee, keine Granaten. Granatwerfer. Ah, eklig. Schade. Was ist das hier? Erhöht dauerhaft die Geschicklichkeit. Intelligenz. Zusätzlicher Lernpunkt. Attributspunkt. 500 Erfahrungspunkte. Mana. Stims. Stahlhaut. Elementarschaden. Lebenssaft, den können wir mal benutzen. Aua. Nee, die sind zu stark. Ich würde sagen, wir schicken ihn weg und machen mit Kaya weiter. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Alles klar. Das schaffen wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen leveln. Klerikerschrott. Machen wir da weiter? Mit unserer Zuckerschnute Kaya. Kaya hier? Ja. Kaya ist in der Bastion. Dann holen wir sie zurück und machen da weiter. Ist, glaube ich, am einfachsten erstmal. So, wo ist sie denn? Da. Hallo, Schätzchen. Mitkommen. Mitkommen. Wenn du willst. Ja, na klar. Da, okay. Dann können wir vom Bunker des Dukes aus laufen. Dann ist der Weg nicht ganz so weit. Und, Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Hallo, Ulf. So, elegant über die Klippe gesprungen. So mag ich das. Ah, die Keule ist schon groß. Und die macht auch ordentlich Schaden. Aber die verbraucht, wenn ich das eben richtig gesehen habe, auch sehr viel Ausdauer. Aber ich hatte mir vorgenommen, sowieso ein bisschen zu leveln. Wir haben ja genug Punkte gehabt. Ah! Kackvieh. Halt, stopp. Was war das? Da lag irgendwas. Honigblüte. Ah, sehr schön.
So. Ich glaube, wir müssen auch gleich schon da sein, oder? Yo. Heiltrank. Granate. Schrotpatronen. Immer her damit. Oh, das knallt immer richtig, wenn du mit dem Jetpack fliegst. Oh, hier. Komm mal ran. Komm, Kaya. Hol runter das Vieh. Bumm. Ja, sehr gut. Einmal noch. Jo, haben wir das auch. Noch zwei. Da haben wir schon die nächste wieder. Ah? Wo ist sie? Bleib hinter mir. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Mal eben schnell was essen. Nein. Nicht getroffen. Na komm. Kackvieh. Yes. Einer weniger. Oh, Kaya hier voll im Gefecht. Aua. So. Boah, jetzt kommen hier die ganzen anderen Viecher noch. Ah. So. Oh, Vorsicht, Kaya. Komm, Kaya, wir haben es gleich. Ja. Yes. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ja. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ja. Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiter verfolgen. Aha. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Gern geschehen, du kannst auf mich zählen. Gern geschehen, du kannst auf mich zählen.
Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Hast du schon mit deinen Leuten im Fort über Fox geredet? Ja, aber offenbar fühlt sich niemand so recht für ihn verantwortlich. Fox erledigt wohl nicht seine Aufgaben, die ihm aufgetragen werden. Aha. Und dass ihn noch keiner unserer Spähtrupps aufgespürt hat, um ihn an seine Pflichten zu erinnern, ist schon etwas merkwürdig. Ja, das stimmt. Fox ist offensichtlich irgendwie etwas Besonderes und genießt eine gewisse Narrenfreiheit bei den Warlords. Ich habe das aber jetzt nicht weiter verfolgt und werde es auch nicht mehr tun. Ich habe schließlich noch eine Menge wichtigere Dinge auf meiner Agenda. In Ordnung, danke. Keine Ursache. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Na klar, danke. Noch ist es kaum abzusehen, ob es in einem alles entscheidenden Krieg gegen die Fremden endet. Doch wir müssen vorbereitet sein. Okay. So, und da fällt mir ein, wir haben noch eine Quest. Die ist auch von Kaya. Muss die mal eben suchen. Spähtrupp des Feindes. Das können wir nochmal versuchen. So, und da reisen wir hier in die Ecke. So. Und da werden wir auch direkt angegriffen. Das ist ganz prima. LOL! Alter, was zur Hölle? Komm, Kaya, weg hier. Okay. So, erstmal schnell speichern. Und was essen. So, jetzt können wir auch erstmal in Ruhe wieder hier ein bisschen verschnaufen. So, aber warte mal. Ich möchte mal was ausprobieren, denn ich habe hier... Ah, Segensbringer. Ist eine Energiewaffe. Kann ich nicht benutzen. Ich bräuchte... Für die Schrotflinte bräuchte ich mehr Geschicklichkeit. Armbrust kann ich noch nicht benutzen. Jagdbogen. Den könnte ich tatsächlich benutzen. Berserkerbogen. Auch nicht schlecht. Heißt dann, aber die haben hier zu wenig Dampf. Ich werde mal gucken, denn ich habe ja gesagt, ich werde versuchen, so ein bisschen den Allrounder zu machen. Dass ich auch nochmal mit einer Fernkampfwaffe ein bisschen mich ausprobiere. Dann beim nächsten Mal Geschicklichkeit, würde ich sagen. Damit wir die Viecher dann mal vom Himmel holen. Die gehen mir nämlich ganz schön auf die Nerven. So, waren wir eigentlich hier schon drin? Ich glaube nicht. Können wir mal eben gucken. Okay, ich glaube, wir waren hier doch schon. Becher. Kaugummi. Und ein Notizbuch. Gut, dass ich unterwegs einen Händler getroffen habe, der genügend Nahrung dabei hatte. Munition wäre aber auch noch toll gewesen. Unmittelbar vor dem Fort bin ich einer Horde Monster begegnet. Die Berserker sollten etwas gründlicher sein bei der Jagd. Zwei von den Biestern sind mir gefolgt. So schnell bin ich noch nie gerannt. Zum Glück konnte ich mich noch rechtzeitig auf dem Dach verstecken. Erstaunlich, was für Kräfte freigesetzt werden, wenn man in Panik ist. Heute ist schon die zweite Nacht, die ich hier ausharren darf. Hoffentlich vergeht denen bald der Appetit und sie verziehen sich. Nein. Tschüssi. Heiltrank.
Schrott. Becher. Oh oh. Ah. Yes, ein Hammer. Guck mal. Geil. So, da hinten ist noch einer. Ich hab Glück, die schießen alle auf das dicke Fieder. Das heißt, ich kann die hier schön wegsnacken. Oh, da habe ich Glück gehabt. Holy moly. Der hat sich weggeportet, wie krass. Okay. Ich glaube, einen haben wir noch. Den holen wir uns auch noch. Der muss jetzt noch leiden hier. Komm her. Oh. Oh, oh, ich muss hier weg. Glück gehabt. Das war mega knapp. Mal eben schnell was essen hier. So. Waffe weg und einmal plündern. Sehr schön. So. Die Aufgabe war von Kaya, also sprechen wir sie nochmal an. Oder auch nicht. Warte mal. Inventar, Lock. Sicherung des Landes. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Na klar, danke. Okay. Von wem habe ich denn die Quest bekommen? Das war doch von ihr, oder? Oder habe ich das jetzt verpeilt? Starke Allianzen. Viele Fragen. Schließung der Bastion. Karte. Oder war das infiziert? Okay. Tauschgeschäft. Ich bin mir gerade nicht sicher, von wem ich die habe. Ich spreche mal mit Adam in der Bastion. Mal sehen. Huch, wo ist er hin? Okay. Hier unten. Hier unten hängt der rum. Der alte Lümmel. Komm den Farmern und ihren Kreaturen erst einmal nicht.
Ah ja, guck mal. Die Spähtrupps der Skyends sollten erst einmal zurückgeschlagen sein. Die Spähtrupps der Skyends sollten erst einmal zurückgeschlagen sein. Du hast recht, es waren wenige. Das wird aber nicht lange so bleiben. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Okay. Ich würde sagen, das war doch mal ein guter Auftakt. Ein guter Auftakt. Gute Arbeit. Okay. Der Warlord Tialk ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Der Warlord Tialk ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Sehr gut. Ich schätze, wir können ihm vertrauen. Ich hätte ihn nicht vorgeschlagen, wenn ich glauben würde, dass er uns in den Rücken fallen wird. Genau. Sehr gut. Weiter so. Ach, und du weißt ja, je später du dich einer Fraktion anschließt, desto schwerer wird es. Hm. Die Ausbildungen und Ausrüstungen der anderen Gemeinschaften werden dir helfen, deine Kämpfe besser zu bestreiten. Ja. Ja, ich weiß. Wie immer. Wie immer. Schön. Dann wären wir erst einmal gut aufgestellt. Die Bastion fängt an, Gestalt anzunehmen. Doch wir müssen uns noch weiter vorbereiten, auf diejenigen, die kommen werden, die Welt in Besitz zu nehmen. Ja, so etwas in der Art hast du früher auch schon einmal gesagt. Im Eispalast. Ja, stimmt. Wenn ich so etwas von dir höre, frage ich mich, wie viel von der Hybridmaschine immer noch in dir steckt. Lass uns bei den Fakten bleiben, Jax. Paranoia steht dir nicht besonders. Wir sollten uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir haben lediglich einen Grundstein gelegt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Bald werden noch mehr zu uns stoßen. Die sechste Macht wird ein Zufluchtsort und neue Heimat für viele Menschen werden. Gut gemacht, Jax. Ich hatte nicht an dir gezweifelt. Ja, danke schön. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Kaya, die starke Magierin der Berserker, reibt ihre Streitkräfte in den Grenzgebieten von Tavar auf, um das Land vor potenziellen Gefahren zu schützen. Außenpolitisch waren die Berserker noch nie besonders geschickt. Okay. Aber gut, sollen sie. Sagt der größte Tyrann der Weltgeschichte. Das ist lange her. Wir haben damals alle unseren Tribut gezollt. Die einen mehr, die anderen weniger. Das Fort der Berserker hat mittlerweile eine bessere militärische Struktur als noch zu Zeiten der Outlaws. Das Fort der Berserker hat mittlerweile eine bessere militärische Struktur als noch zu Zeiten der Outlaws. Ah ja. Der Plan, die Gemeinschaften der Outlaws und der Berserker im Fort zu vereinen, scheint offensichtlich aufgegangen zu sein. Der Patriarch Victor scheint das eigentliche Oberhaupt der Morgons zu sein. Ich fürchte, auf ihn müssen wir aufpassen. Gut zu wissen, jedoch, wenn wir ehrlich sind, trifft das ja wohl auf fast alle Morkons zu. Okay. Jedoch können wir so noch nicht beurteilen, welche Gilde uns am effektivsten helfen kann. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaften. Okay. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Ja. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß. Ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Okay. Vergiss nicht, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ich weiß, deine Infektion. Ich arbeite daran. Ja, hoffentlich. Komm den Formern und ihren Kreaturen erst einmal nicht zu nah, bis du wieder angemessen zu Kräften gekommen bist. Ja.
Ein Verlust deiner Expertise und deines Umsetzungsvermögens können wir uns jetzt nicht leisten. Das hast du schön gesagt. Da bin ich doch gleich viel motivierter. Okay. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen, denn ich muss nochmal mit Kaya unter vier Augen sprechen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.